Wales gegen England, das gab es bei einer Welt- oder Europameisterschaft noch nie. Das historisch erste Duell bei einem großen Fußballturnier. Und gleich mit einer guten Portion gegenseitiger Abneigung. Außenseiter Wales verfolgt beim Battle of Britain einen ausgeklügelten Plan. Provozieren und England aus der Reserve locken. Gareth Bale stichelt gegen Wayne Rooney, kritisiert die, so Zitat, schwache Form des englischen Kapitäns. Der Startschuss für einen verbalen Schlagabtausch, aber nicht mit Rooney. Ich denke natürlich, dass es ein wichtiges Spiel ist. Es gibt 3 Punkte zu vergeben und wir wollen diese 3 Punkte holen. Und in Bezug auf Gareth Bale denke ich, dass er ein fantastischer Spieler ist, aber Wales hat viele gute Spieler in der Mannschaft und es ist nicht England gegen Gareth Bale, es ist England gegen Wales. Und wir müssen einige Spieler von ihnen stoppen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Gareth Bale ist der Superstar im walisischen Kader. Mit Real Madrid holte er vor der EM den Champions League-Titel. An Selbstvertrauen mangelt es ihm also nicht. Und er sagt, Wales habe mehr Stolz und Leidenschaft als England. Die Reaktion? Ich mag es nicht, Dinge zu kommentieren, die andere Leute gesagt haben. Wir sind vollkommen zufrieden mit der Leidenschaft, die wir in unser Spiel einbringen. Und wir haben sicherlich keine Zweifel an unserer Leidenschaft, unserem Willen, unserem Engagement und unserem Wunsch, bei diesem Turnier gut abzuschneiden. Wenn manche Leute eine andere Meinung haben und denken, dass sie besser sind, dann ist das in Ordnung für mich. Wenn ich ehrlich bin, sind dies aber Aussagen, die es nicht würdig sind, kommentiert zu werden. Die Waliser wollen den ersten Sieg seit 1984 gegen den Erzrivalen. Beim EM-Debüt würde das auch noch den Achtelfinaleinzug bedeuten. England dagegen nach dem Unentschieden gegen Russland schon unter Druck. Auch das natürlich ein Thema der Waliser. Was auch immer in England los ist, und in England ist immer sehr viel los, gibt es eine Menge Leute, die viel von ihnen erwarten, weil sie in der Vergangenheit große Spieler hatten. Es gibt jedes Mal enorme Erwartungen an das englische Team, jedes Mal, wenn sie in ein Turnier starten. Es liegt mehr Druck auf ihnen. Wales also im Vorteil gegen den scheinbar übermächtigen Nachbarn. Ein Spiel mit besonderer Brisanz. Wir bereiten uns nicht anders vor, nur weil wir jetzt gegen Wales spielen. Wir kennen viele von ihren Spielern, teilweise aus der Premier League. Es ist immer dieselbe Vorbereitung, auch auf diese Partie. Englands Kapitän aber weiß, sollte ihm Bale die Show stehlen, droht dem Fußballmutterland auch mit der verheißungsvollen neuen Spielergeneration ein frühes Turnier aus.